Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, das ist Final Fantasy X, wer kennt's nicht? Ich liebe dieses Spiel, ja. Ich habe das schon auf der PlayStation immer gesuchtet, ohne Ende. Jetzt habe ich es mir für den PC geleistet und dachte mir, ich teile das mal mit euch. Ich hoffe natürlich, ihr mögt es genauso gern wie ich. Wir gucken uns erstmal das Intro an. Ich bin mal eine ganze Weile ruhig. Also für das Intro wird es eine Sonderfolge geben. Also jetzt die allererste mit dem ersten Tutorial-Kampf. Und danach geht's Let's Play dann richtig los. So, und da sind wir im Auswahlmenü. Wir steuern mit den Tasten, also mit den Pfeiltasten. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Denn normalerweise mit WASD bin ich auf der linken Seite gewohnt zu steuern. Heute müssen wir aber auf der linken Seite lernen. So, hier sieht man es auch. Final Fantasy X HD Remaster. Copyright 2001, 2013 bis 16. Jawohl, ja. Also, wir nehmen natürlich ein neues Spiel. Wie gesagt, das wird die Intro- und Tutorial-Kampffolge und danach geht es Let's Play. Richtig los. Bitte sehr. Ja. Also wir nehmen das Standard-Sphärobrett, weil das ist einfacher für uns alle. Wenn es denn mal annehmen würde. Ich klicke hier und nichts passiert. Okay. Ja, so ist recht. Wir nehmen auch die Remastered-Version. Das ist, wir hören uns kurz den Unterschied an. Das ist Remastered. Das ist das Original. Klingt so ein bisschen nach Pixel Party. Wir nehmen das da. Wunderbar. Dann kann es ja losgehen.
Listen to my story. This may be our last chance. Und damit herzlich willkommen zu Final Fantasy X. Ja, und da sind wir auch. Und dann wollen wir mal loslegen und laufen erstmal zu den Leuten rüber. Oh Gott, die Steuerung ist ein bisschen anders als mit der PlayStation natürlich. Can you sign us? No prob. Wir bleiben bei Tidus, weil Tidus Tidus ist. Klingt logisch, oder? So, nochmal zu den Mädels. Can I have your autograph? Of course. Good luck tonight. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll do this. That will mean it was for you, okay? What seat? East block in the front row. Fifth from the right. Got it. So. Well, gotta go. Cheer for me. Two, three. She just had a blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight, You can't tonight. I mean, tomorrow. Promise? Promise. Jo, und unten rechts seht ihr mal diesen kleinen Schokobo. Das ist Autospeichern. Irgendwann, wenn das dann passiert ist, müssen wir natürlich unterbrechen. Aber jetzt geht's erstmal los. Wir schauen uns kurz seiner Kennt an. Oh. Krieg wirklich Gänsehaut, wenn ich das spiele. Ist einfach schön. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Whoa. Make way, make way! Coming through, sorry. Hey, I'm gonna be late. Also grafisch, hey, let go of me. Unheimlich gut gemacht. Ich hatte ein bisschen Bedenken, als ich es runtergeladen habe, aber super.
Jetzt kommt das allergeilste Lied in dem ganzen Spiel. Für Black Soul natürlich perfekt. So, und dann machen wir uns auf. Die Grafik ist wirklich endgeil. Ich bin begeistert. Orin! What are you doing here? I was waiting for you. What are you talking about? It begins. What? Don't cry. What the? Mute ist leider ein bisschen doof gelegt, aber das kriegen wir hin. Das muss ich bis zum nächsten Mal dann umstellen. Das wusste ich nicht. Hey, not this way. Look. We called it sin. Sin? Thank you.
from Jekt. My old man? I hope you know how to use it. So, der erste Kampf steht an und es kann natürlich sein, dass ich manchmal mit der Steuerung noch nicht so zurechtkomme. Aber wir werden das machen und ich freue mich jetzt schon ganz furchtbar auf die späteren Kämpfe mit Auron. Auron ist ja mein Lieblingscharakter in Final Fantasy X. So, wir wollen aber loslegen. Das hier ist ein rundenbasierter Kampf, was uns natürlich Zeit gibt zum Reden. Ich meine jetzt nur mal für alle, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen, was mir gar nicht vorstellen kann. Hier rechts seht ihr die Leiste. Wer jetzt wann dran ist, Monster A, Monster C, Monster B, Monster D. Erstmal sind wir beide dran, so Tidus und Auron. Und rundenbasiert bedeutet natürlich immer einer schön nach dem anderen. Man hat immer Zeit, ich könnte mir dabei jetzt einen Kaffee holen und er würde nichts machen oder nichts würde passieren. Für mich persönlich einfach eins der besten Kampfsysteme überhaupt. Ich mag das sehr. So, wir wollen weitermachen. Entschuldigung. So, das hier ist der Endkampf, sage ich mal. Den machen wir noch mit. Damit soll die Einleitung oder Einführung in dieses Spiel dann erledigt sein. Und damit fangen wir danach mit der Folge 1 an. Also, ich hoffe, ihr seid dabei. Was bedeutet Ekstase? Wenn die Ekstase-Leiste, die sich unter der HP-MP-Anzeige befindet, voll aufgeladen ist, kann die individuelle Kampftechnik Ekstase jederzeit eingesetzt werden. Zum Auslösen der Ekstase-Tank Linkspfeil im Kampfmenü drücken. Okidoki, danke für die Aktion. Oh Gott, er hat bestimmt Buchstaben und was ich was dazwischen. Okay, jetzt wird's interessant. Ja, bitte. Okay, daran muss ich mich noch gewöhnen. Bei Auron ist es sehr, sehr schwer immer mit der Ekstase-Leiste, was man da drücken muss, bevor er das richtig ausführt. Aber wir werden es lernen. So, jetzt mal seine Ekstase. Schwert-Tech-Salto-Hieb. Na denn. Gravitas ist die einzige Angriffstechnik dieses Monsters oder der Schuppe von Sin. Zieht ungefähr, ich weiß gar nicht, ein Viertel Lebenskraft ab und zieht dann nichts mehr ab, wenn wir auf 1. Also wir können hier nicht sterben. Darum ist es ja ein Tutorial-Kampf. Der verliert immer diese Tentakel, wenn wir ihn treffen. Und irgendwann haben wir die letzte erwischt.
So. Das war's damit. Den Kampf hätten wir. So, wir gehen noch da vorne. Da ist noch diese... Normalerweise bei der PlayStation... Ja, super. Bei der PlayStation ist es normalerweise der Speicherpunkt. Hier wird es wahrscheinlich nur zum Aufladen aller Kräfte sein. Ich nehme an. Genau, HP und MP auffrischen. Wir speichern hier kurz. Alles klar. Wie komme ich hier jetzt jemals wieder raus? Nein. nein. Hilfe. Weiterspielen würde ich gern. Ja, von mir aus dann... Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Ah, ja. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal genau an dieser Stelle weiter. Und das war jetzt die Einführungsfolge in Final Fantasy X, meinem absoluten Topseller. Ganz ehrlich, ich liebe dieses Spiel. Ich habe das damals gesuchtet, wie ich heute Ark spiele, völlig krank. Ich habe sogar die gleiche Kette wie Tidus. Einfach nur himmlisch. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.